Herzlich willkommen zum 5. Dezember. Ich habe gestern, als ich gefärbt habe, noch ein bisschen gefilmt. Das schalte ich jetzt kurz vor und dann geht es gleich hier weiter. Also diese Färbeaktion gestaltet sich als ziemlich aufwendig. Ich muss die Papiere alle einzeln in den Sud tauchen, auf eine Backunterlage geben, in den Backofen geben, immer wieder umdrehen, damit es mir nicht irgendwie ankokelt. Und trocknen, ne? Weil es wäre ja schön gewesen, man hätte sich das im Sommer überlegt, als es so heiß war. Aber ich wollte euch nur zeigen, wie mühsam ich das jetzt hier mache. Das sind nur die ersten, bei den hinteren ist es nicht mehr dieses Verfärbte. Finde es aber ganz interessant. Okay, so, ich zeige das nochmal. Ich weiß nicht, ich habe hier kein gutes Licht, aber ich stehe hier an meinem Herd. Da ist nur dieses Licht. Fürs Fotografieren immer gut, aber ich glaube, die Filmkamera hat Schwierigkeiten. Ich mache es auch kurz. Das ist jetzt gebügelt und so kommt es dann aus dem Ofen raus. Und durch das Bügeln habe ich das Gefühl, wird das sogar noch ein kleines bisschen mehr dunkel. Das zeige ich euch aber am Licht. Ihr seht, es ist doch schon einiges zu tun, bevor man alle Blätter schön hat. Es geht weiter. Und zwar brauche ich ja jetzt jede Menge Deko für mein December Daily und hole mal ganz kurz schon mal die Schere vor und habe gestern noch die Zeitungen, die ich noch hatte, so durchgesucht und ja, das sind zum Beispiel so Wichtel, die kann man vielleicht gebrauchen, ne? So, ne? Guck mal, das habe ich mir alles so ausgeschnitten, wunderschöne alte Motive, so Wichtel und hier so einfach nur so Papier, Tannenbaum, Adventskalender, das Wort. Ganz viele kleine süße Sachen hier, die man einkleben kann auf Tags oder sonst alles Mögliche, was weihnachtlich ist, was ich gefunden habe. Hier Christmas habe ich hier noch die Schriftzüge, dann habe ich noch einen wunderbaren Schwan. Ja, das zum Beispiel, das könnte ich jetzt mal eben ausreißen, das sind zwei wunderschöne Engel. Die würde ich mir sogar sehr, sehr gerne als Deko hinstellen. Aber sie sind nicht ganz billig. Aber die Zeitung ist schon älter. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Ich hatte 2 oder 3 Weihnachtsausgaben. Ich weiß schon gar nicht mehr. Spezielle Weihnachtsausgaben. Und dann hatte ich noch andere Zeitungen, die weihnachtlich. Nur ich habe nicht viele mehr, denn ich habe ja im letzten Jahr auch schon und davor das ja auch schon December Daily gemacht. Und habe dann immer möglichst alles schon benutzt, was ich hatte. So, die Engel, den einen habe ich und den anderen reiße ich auch nochmal aus. Die kann man einfach entweder so mit auf die Seite kleben oder man macht einen Tag damit oder. Da ist noch kein, das entscheide ich halt, wenn es soweit ist. Nur, man kann halt so diese Sachen alle so ein bisschen vorbereiten und dann sieht man ja auch, was man zur Verfügung haben könnte. Hier sind so weihnachtliche Motive, die ich jetzt mal einfach gerade ausschneide, weil anders hätte ich keine Chance. Sind aber trotzdem hübsch und können vielleicht auf einen Tag oder mal gucken, wie es wird. Hauptsache, ich habe genug Auswahl. Ja, das muss ich dann auch ausschneiden. Also mit so einem kleinen Rand vielleicht drumherum. Ja, mal gucken, wie ich es hinkriege. Ja, heute schon der 5. Morgen, wäre dann schon Nikolaus. In Wirklichkeit ist erst der 20. September, wie ihr ja wisst. Ich bin ja früh angefangen, wo ich wirklich Bedenken habe, ob ich es wirklich schaffe sonst. Wenn jetzt was dazwischen kommt, dann habe ich Zeit genug, um die Filme zu drehen. Ne? Und man weiß ja nie, was noch so kommt im Moment. Ne? So, das Müllzeug mal eben weg. Dann habe ich hier so kleine Tiere, so, die möchte ich unbedingt mit reinnehmen. Finde ich so süß. So eine kleine Feldmaus oder so ein Feldhamster wahrscheinlich, ich weiß nicht ganz genau. Und dann habe ich hier ein, guck mal, die Flohe, ich hatte glaube ich noch einen kleinen, den reiße ich jetzt so raus. Gucke mal, ein kleiner Robin. Ja, das ist ein bisschen blöd, da habe ich ein kleines Stückchen von seinem Robin-Stern abgerissen.
Ja. Weil ich jetzt schon so früh mit dem December Daily zugange bin, mache ich mir natürlich die ganze Zeit so mal auch meine Gedanken, wie werde ich die Weihnachtszeit verleben? Werde ich überhaupt schmücken dieses Jahr? Werde ich überhaupt irgendwas machen? Im letzten Jahr war ich schon allein zu Hause, wie ihr da wisst, mein Mann war im Hospiz. Da habe ich ein bisschen geschmückt, ein bisschen ganz wenig noch gehabt. Er hatte keine Krippe mehr aufgestellt. Und ja, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird, ob ich überhaupt schmücke, ein bisschen vielleicht. Aber sonst hatten wir immer alles voll mit Weihnachten. Ganz, ganz viele große Weihnachtsmänner standen auf dem Boden. Die Krippe wurde aufgebaut, dann der kleine Weihnachtsbaum wurde aufgestellt. Hatte ich letztes Jahr, glaube ich, alles gar nicht gemacht. Nein, da stand mir natürlich, als mein Mann im Hospiz war, der Sinn nicht danach. Das kann man sich ja vielleicht wohl vorstellen. Hier habe ich ihn nochmal. Ja, müsste ich ihn nochmal ausreißen. Nochmal ein kleiner. Gut, kann ich ja machen, weil schneiden schwierig mit der Schrift, die da drüber war. Ja, bei uns war es immer sehr, sehr gemütlich, immer im Winter. Also bei uns ist es eigentlich immer super gemütlich. Das war immer mein Anliegen, dass man ein gemütliches Zuhause hat. Sprich Lichterketten, viele schöne Dekosachen und so weiter, an denen man Freude hat, die man gerne anschaut. Ich hatte mal eine Zeit lang, habe ich mal Weihnachtsmänner gesammelt, wisst ihr ja. Viele sind inzwischen über die Jahre kaputt gegangen. Aber ich habe noch eine ganze Reihe. Könnte sein, dass ich die vielleicht aufstelle. Dann habe ich mir diese Häuserreihe gemacht, wo so große Holzhäuser, in die dann Lichterketten kommen. Die kommen oben aufs Regal, geben ganz schöne Atmosphäre, ein schönes Licht, sowas alles. Ne? Guck mal, das ist ein schönes Bild. Haubenmeise, ist das eine Haubenmeise? Ich schneide das jetzt mal gerade. Ja, es ist alles nicht mehr so, wie es war ohne meinen Mann. Das ist das Problem. Und es wird es auch nie mehr wieder werden, ne? Das ist klar. Es gibt keinerlei Hoffnung für mich, dass ich jemals irgendwie wieder, sagen wir mal, wenn man ehrlich ist, mal glückliche Zeiten hätte. Nee, wird es nicht mehr geben. Glaube ich nicht. Ja. Man lebt halt einfach nur und mehr auch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Also es wird bei mir, weil jeder sagt, ach, das wird immer leichter mit der Zeit. Ja, kann ich nicht von mir behaupten. Bei mir wird es mit der Zeit eher noch trauriger und noch schwerer. Nach wie vor. So, ich finde das sehr, sehr schön. Dann habe ich diesen großen Faun, den lasse ich jetzt mal so, wie er ist. Dann habe ich noch Merry Christmas, lege ich auf die Seite. Guck mal, hier sind so schöne Sachen, so Kränze. Das ist ein gehäkelter Weihnachtsbaum. Die Anleitung habe ich leider nicht aufheben können. Ich habe irgendwie nicht geschaltet. Hätte man vielleicht dazugeben können. Finde ich sehr, sehr schön, so als Anfangs irgendwo. Diese Engel waren ja mal so richtig modern. Ne? Dann habe ich das, finde ich super interessant. Hier haben wir noch einen Kranz. Hier haben wir noch ein schönes Kerzenlicht, nochmal Kerzenlicht, wobei, nee, das Kerzenlicht ist gemeint, hier ist noch eine Amaryllis. Ja, warte mal, die legen wir mal dazu schon mal. Großes Gesteck mit, das darum geht's. Ich habe einfach mal alles ausgerissen und will mal gucken, wie weit wir damit kommen. Das finde ich auch sehr ausdrucksstark, dieses hier. Die Katze, die können wir mal ausschneiden, das können wir mal kurz machen, das geht schnell. Die kommt auf jeden Fall irgendwo mit rein. Die Winterkatze mit ihrem Winterschal. Ja. Ja, ich kann euch nicht sagen, wie traurig das hier bei mir ist. Das ist wirklich, ich kann auch jetzt nicht Frohsinn und Heiterkeit verbreiten. Das kann ich einfach nicht, weil ich bin wirklich ganz, ganz tief traurig im Moment wieder. Und zwinge mich, die gestellten Aufgaben noch zu erfüllen. Jetzt im Moment bin ich noch dabei mit dem Lapbook. Warte noch auf die letzten Fotos.
um die Filme dann fertig. Das lasse ich auch mal heil. Oh, die Amaryllis, wie schön. Hier, guck mal. Das finde ich auch hübsch. Vielleicht nimmt man nur das obere hinterher. Da hatte ich doch. Warte mal, das lasse ich mal raus. Hier habe ich noch so eine schöne Kiste. Die haben einen Stern. Die Rehe. Ach, warte mal, das ist ein Heftchen. Ist auch süß, ne? Von 2019, 2020 war das der Wechsel. Hello. Ja, was haben wir hier? Das lassen wir erstmal. Da weiß ich noch nicht, ob ich den Vogel oder die Pflanzen brauche. Das lassen wir noch mal ganz. Ich versuche möglich. Und das nehmen wir natürlich mit rein. Das hatte ich schon mal. Ich erinnere mich gut. Das ist ein wunderschönes Papier. Das kommt mit rein. Das finde ich auch ganz süß. Das möchte ich eigentlich auch irgendwie so mit reingeben, einfach weihnachtlich. Dann habe ich hier diese Engel als Doppelseite. Die würde ich sehr, sehr gerne mit einfügen. Auf irgendeine Art. Und ich habe noch diese Häuser. Die finde ich so schön. Die wollte ich immer so gerne haben, aber mein Mann ist nicht mehr dazu gekommen, mir die zu sägen. Er hatte keine Lust mehr an irgendwas, schon lange nicht mehr. Ja, leider. Und dann bleibt es halt dabei, dass man es halt nicht hat, ne? Ich habe hier noch einen ganzen Packen. Seht ihr mal. Das ist einfach so ein Zeug. Hier habe ich zum Beispiel so eine Seite. Da. Ich würde gerne das reinnehmen und dann könnte man das vielleicht so oben drüber machen hier irgendwie. So das Regälchen. So zum Beispiel, ich lege das mal zusammen weg. Hier sind schöne Seiten. Also entweder, ich würde eher zu diesem tendieren. Genau wie das. Das muss ich dann aber von Fall zu Fall. Warte mal, wir machen das mal eben etwas anders. Damit ich nicht ganz. So, das finde ich ganz, ganz toll. Das möchte ich unbedingt drin haben. Schöner Weihnachtsbaum. Schöner Kranz. Noch ein schöner Kranz. Also ich habe auch beim einen habe ich das so gemacht, zum Beispiel, dass ich solche Sachen aufeinander geklebt habe, passend zugeschnitten und einfach mit eingeheftet habe. Ja, ne, das geht dann ganz gut. Finde ich auch schön. Oder das. Ne? Das finde ich sehr schön. Barbara-Zweige, ne? Ja, das sind Barbara-Zweige. Und hier sind diese schönen, wie heißen sie noch? Sag mal ganz schnell. Christrosen, natürlich. Hier sind nochmal Häuser. Da fehlt allerdings die zweite Seite. Warum, weiß ich jetzt leider nicht. Sterntaler, das ist auch ein schönes Bild. Auch. Wir haben noch ein Knusperhäuschen. Wir haben noch vielleicht zum Ausmalen, ich weiß nicht. Und diese schöne Seite von Daphne, die möchte ich noch verwenden. Dann habe ich hier, ist noch nicht am Ende, dann habe ich hier gefunden, das ist ein Rezept für einen Weihnachtsstollen. Den nehme ich so mit rein, das werde ich mir überlegen, wie ich das am besten mache. Das sind ein paar Etiketten, ein bisschen Washi und hier ist noch so ein, kann ich gleich wegtun. Hier ist noch so ein Knusperhaus, was man zusammenbauen könnte. Aber das werde ich natürlich nicht zusammenbauen. Aber ach, das ist schon ausgestanzt. Naja, dann wollen wir mal schauen, was wir damit alles anstellen können. Ich sortiere es mal so ein bisschen vor. Einen Moment. Das sind Sachen, die noch gar nicht ausgeschnitten sind. Ganze Seiten. Ganze Seiten, die ich hier mit dazugebe. Genau. Und dann habe ich hier die ausgeschnittenen Sachen. Und kleinere bis halbe Seiten und mit den Vögeln und so weiter. Ja, das wird sich jetzt alles verteilen. Guck mal, das ist schön, oder? Merry Christmas. Ich reiß das mal aus. Werden wir doch irgendwo wohin kleben können, oder was meint ihr? Muss doch nicht so statisch alles sein bei mir. Ist ja gar nicht nötig. Ja, gleich wird's schellen. Heute gibt es bei mir mal Pommes, Backofenpommes. Mache ich mir sehr gerne. Natürlich aus frischen Kartoffeln, nicht aus der Tüte. Nee, aus der Tüte, die mag ich nicht. Schöne vegane Mayo dazu. Mache ich sehr, sehr gerne. Christmas können wir auch ausreißen. Ganz genau. Können wir auch irgendwo hinschreiben, wenn da noch Lücke ist. Sowas suche ich mir dann mal gerne raus. Und dann haben wir noch Adventskalender. Wollen wir den auch nehmen?
Ich reiße ihn mal aus. Ich schneiden könnte ich ihn auch, aber ich finde Reißen immer ein bisschen schöner. Ja, ein bisschen graut es mir vor der ganzen Adventszeit. Vor allen Dingen auch vor der Arbeit hier dann mit dem Ofen und mit allen schweren Arbeiten. Es wäre gelogen, wenn ich sage, ich freue mich drauf dieses Jahr. Es wäre wirklich gelogen. So, das war mein Beitrag für heute. Ihr seht, ich bin immer noch fleißig dabei vorzubereiten und komme noch gar nicht zu dem eigentlichen, dem Dekorieren der Seiten, weil erstmal muss ja Material da sein zum Dekorieren. Material habe ich auch unten, das haben wir beim ersten Durchgang schon gesichtet, da ist jede Menge. Es geht jetzt darum, dass man möglichst alles heraussucht, was man gebrauchen kann und irgendwie dann eine nette Geschichte daraus machen kann. So, ne? So, für heute sage ich Tschüss. Ich wünsche euch einen schönen 5. Dezember. Wir sehen uns morgen zu Nikolaus. Bei mir wird es hoffentlich am Nikolaus einen Stutenkehl geben. Und vielleicht ein bisschen Süßes. Ich weiß noch nicht. Aber einen Stutenkehl werde ich haben. Gibt es bei euch, wo ihr lebt, auch Stutenkerle am Nikolaustag? Bei uns ja. Macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss.